Jo Leute, und somit herzlich willkommen zum Video auf meinem Kanal Hendrik Schuss. Heute zum Sticker-Album-Update der WM 2006 Sticker aus Deutschland. Ich habe mir überlegt, im Sommer jetzt sozusagen, wo die Pause von der Bundesliga und Champions League und insgesamt der Saison ist, ein paar Retro-Mappen-Updates und Sticker-Album-Updates rauszuhauen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den WM- und EM-Sticker-Alben von Panini an. Und dieses ist mein ältestes Album, was ich sozusagen habe. WM 2006, da war ich 2 Jahre alt. Album habe ich nicht selbst gesammelt, habe ich irgendwann geschenkt bekommen. Sozusagen auch nicht in dem besten Zustand, deswegen sieht das hier auch nicht mehr so 100% gut aus. Habe ich dann aber durch Tauschen und durch, glaube ich, auch 2, 3 einzelne Käufe noch gut voll bekommen, das Album. Also ist 100% voll. Und dann sehen wir auf diesem Album halt das Logo der WM, dann den Spielball und die ganzen 32 Nationalflaggen der Teilnehmer. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit, gucken direkt rein. Und nicht wundern, wenn die Sticker irgendwie falsch eingeklebt sind. Das ist auch ein bisschen daran sozusagen schuld, dass ich damals noch ein bisschen kleiner war. Und außerdem auch, dass das Album auch nicht 100% von mir selbst eingeklebt wurde. Dann haben wir die erste Seite mit dem Panini-Logo. Dann haben wir den Pokal, Maskottchen, WM-Logo und noch so ein kleines Host-City-Poster, würde ich mal sagen. Dann haben wir den Spielplan auf der rechten Seite. Auch das Eingetragene kommt nicht von mir, sondern von jemand anderem. Und dann haben wir links die ganzen Stadien, unter anderem mit Hamburg, Hannover, Dortmund, Frankfurt, Stuttgart, München, Leipzig oder auch natürlich auch das Olympiastadion in Berlin, wo am Ende das Finale auch stattgefunden hat. Und dann kommen wir zu den ersten Teams und so sahen die Teams damals aus. Einmal das Mannschaftsfoto und das Teamlogo, sozusagen das Verbandslogo als Glitzersticker und dann insgesamt noch 18 normale Base-Sticker. Und das Ganze war so angeordnet, hier steht sonst eigentlich immer sozusagen, weil Deutschland ist jetzt ein schlechtes Beispiel, die WM-Gruppen oder insgesamt die Gruppen und sozusagen wie auch der Weg zur WM war sozusagen die Qualifikation. Und dann steht bei jedem Spieler halt insgesamt auf dem Sticker der Name und die Nationalität und dann ist insgesamt noch bei den Spielern hier die Position abgebildet, der Geburtsort mit Datum, Größe, Gewicht und der Verein damals, wo der Spieler gespielt hat. Auf jeden Fall haben wir hier Deutschland als Austragungsteam und im Tor hatten wir damals unter anderem Oli Kahn, Mertesacker, Ballack, Lahm. Ich kann nicht zu jedem Spieler was sagen, Leute, das Video wird sonst viel zu lang. Schweinsteiger, Asamoah, natürlich Klose hier, Jens Lehmann, Jens Junger, Lukas Podolski dabei gewesen, also das damals der deutsche Kader. In der deutschen Gruppe war dann außerdem noch Costa Rica. Kann ja wieder passieren, entweder Neuseeland oder Costa Rica spielt ja bei der WM 22 gegen Deutschland, wird ja noch ausgespielt momentan. Nächste Woche, glaube ich, am 14., also nächste Woche Dienstag wird, glaube ich, ausgespielt sozusagen, wer gegen Deutschland dann spielen muss. Und dann haben wir hier sozusagen die Costa Ricaner. Kennt man jetzt nicht wirklich viele. Ich glaube, so 2, 3 kenne ich vom Namen her, aber ich weiß nicht unbedingt so, ob die gut waren oder nicht. Auf jeden Fall Costa Rica nicht so eine 100% gute Mannschaft damals gewesen. Aber haben sie auf jeden Fall gegen unter anderem Panama durchgesetzt, die ja zum Beispiel bei der letzten WM 2018 dabei waren. Dann haben wir die Polen, sozusagen die deutschen Nachbarn. Und dort haben auch viele in der Bundesliga gespielt. Aber auch natürlich dort mir die meisten keinen Namen mehr. Der Dudek, den kenne ich halt dadurch, dass er in FIFA so eine Hero-Karte bekommen hat. Bin ich auch ehrlich. Boruc kenne ich auch, der hat auch lange bei Bournemouth gespielt und spielt, glaube ich, auch noch immer in Polen wieder. Den kenne ich hier, den Krzyzniowek. Der hat auch ganz lange hier, steht da bei Leverkusen insgesamt in der Bundesliga gespielt, auch glaube ich bei Hannover mal. Dann haben wir Ecuador, die auch sozusagen hier in der deutschen Gruppe waren. Auch hier kenne ich nicht wirklich viele Spieler und ich würde sagen, wir blättern auch einfach mal weiter. Ich kann hier so nicht viel sagen, deswegen gucken wir uns die Teams trotzdem, denke ich mal, an. Dann haben wir die Engländer, auch damals hatte hier Panini noch keine Lizenzen für das englische Team, dort hatte Topps noch die Lizenzen, jetzt ist es andersrum, jetzt hat Topps keine und Panini hat die Lizenzen. Also ab der Europameisterschaft 2016 hatte Panini die Rechte, davor hatte Topps die Rechte, deswegen kein richtiges Mannschaftsfoto, nur weiße Shirts an, kein sozusagen Verbandslogo, sondern nur die Nationalflagge Englands sozusagen hier abgebildet. Also das war damals hier so ein bisschen blöd, aber das war halt bei den Alben so, insgesamt bei den ganzen alten Panini-Alben. Und natürlich hier viele, viele Legenden dabei. Robinson, Campbell, Carragher, dann Cole, Ferdinand, Terry, Neville, also Beckham, dann Joe Cole, den man auch kennt aus FIFA, Gerard Lampard, also ich kenne ja eigentlich alle, Wright Phillips, Peter Crouch, Defoe, der jetzt seine Karriere beendet hat, Michael Owen, Ren Rooney, also eigentlich sind mir alle Spieler hier soweit bis auf Ledley King und vielleicht noch Wright Phillips, aber den kenne ich endlich auch im Namen. Also muss man echt sagen, die Engländer hatten damals ein gutes Team, dann haben wir Paraguay, auch die damals dabei gewesen, mit unter anderem Santa Cruz, der damals bei Bayern war, Nelson Valdez damals bei Bremen, auch unter anderem jetzt in der letzten Jahren, ich weiß nicht wann, aber auf jeden Fall auch nochmal in der Bundesliga irgendwo aktiv gewesen, haben wir Trinidad and Tobago. Aus Mittelamerika haben sich auch sozusagen gegen Panama und Guatemala durchgesetzt, mit USA und Mexiko zusammen, die wir später noch sehen werden. Und ja, also bei denen glaube ich fast so die einzige WM-Teilnahme oder insgesamt so lange nichts mehr von denen gehört. Die haben sich jetzt auch in den letzten Jahren nicht mehr qualifiziert. Ich glaube, das war der letzte Weltcup, wo sie sich qualifiziert haben. Dann kommen wir zum letzten Team aus Gruppe B, den Schweden. Unter anderem kennt man natürlich hier den Isaksson,
Melberg, dann kennt man hier Lundberg, den jungen Zlatan Ibrahimovic, Larsen sozusagen, Past and Present, sozusagen Past, Larsen und Present Ibrahimovic, obwohl der halt auch schon alt ist. Elmanda kennt man vielleicht noch, auch die Sticker hier damals natürlich nicht 100% gut geschnitten. Dann haben wir die Argentinier, natürlich mit dem Rookie-Sticker von Messi hier damals dabei gewesen. Tevez, der jetzt seine Karriere beendet hat, Crespo, Veron, Mascherano, Riquelme, also alles natürlich gute Spieler, Cambiasso, Heinze, den man kennt, und Samuel, also viele natürlich dabei, die man kennt, auch den guten Herrn, den kennt man natürlich wegen seiner Haarpracht, Zanetti, der beide aus den Positionen besetzen kann, auch auf Mittelfeld spielen kann. Dann haben wir die Mannschaft aus der Elfenbeinküste, unter anderem mit Kolo Touré, Yaya war hier noch gar nicht dabei, dann Arthur Boker, den kennt man auch aus Stuttgarter Zeiten, Didier Drogba war natürlich wohl der Beste aus der Elfenbeinküste jemals, so gefühlt. Dann haben wir damals noch nicht getrennt gewesen, Serbien und Montenegro, und hier kenne ich jetzt nicht wirklich welche, deswegen würde ich sagen, blättern wir einfach mal weiter. Also ich kenne ja leider echt keinen Spieler, bin ich ehrlich. Aber die haben es auf jeden Fall auch damals geschafft, sich zu qualifizieren. Gut, Vidic kenne ich. Vidic kennt den, der ist auch eine Legende. Gute Manchester United-Zeit gehabt. Dann haben wir die Niederländer. Auch hier richtig viele gute Spieler dabei. Aber Niederländer so die einzige Nationalmannschaft, wo hier unten kein Sticker mehr ist. Wahrscheinlich war der WM-Kader noch gar nicht nominiert. Und es war nicht klar, wer sozusagen dann reinkommt. Auf jeden Fall kennen wir hier Van de Bommel, Van der Vaart, Coit, Arjen Robben hier damals momentan, Van Nistelrooy, Van Persie, Cocu kennt man, Van Bronckhorst, oh yeah. Aber auch ein Bode Buß kennt man, Mike Tyson und natürlich auch ein Eddie Van der Sar natürlich. Also sowieso eine gute Mannschaft gewesen. Dann haben wir Mexiko. Auch hier kenne ich nicht wirklich unbedingt jetzt irgendwelche Spieler. Sanchez kennt man vielleicht im Tor, den hat man schon mal gehört. Oder Marquez, der auch lange sozusagen noch gespielt hat. Ich glaube, der hat 2018 auch noch seinen Sticker bekommen und dann hat er aufgehört. Dann haben wir den Iran. Hier Zandi, damals bei Kaiserslautern gewesen. Den kennt man. Also viele auch hier in Deutschland gespielt von den Iranern. Und ja, Iran hier. Karimi, der damals bei Bayern war, aber auch nicht wirklich gut dort gewesen ist. Dann haben wir die Portugiesen mit dem Ronaldo-Rookie-Sticker natürlich. Paulita, Gomez, Simão, Deco, Figo, also natürlich alle die Legenden dabei, die man heute sozusagen als Legenden bezeichnet. Damals waren sie halt noch aktuelle Spieler, sozusagen wird man auch in 10 Jahren Ronaldo Messi als Legenden bezeichnen oder irgendwie ein Toni Kroos, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Dann haben wir hier das Team aus Angola und Ghana. Und hier hatten die Teams keine richtigen sozusagen Seiten, sondern nur so eine einzelne Seite, wo auch mal 2 Sticker auf einem drauf waren. Also schon ein bisschen Disrespekten für die Nationalitäten. Das gehört sich nicht. Heutzutage würde es sowas nicht klar geben, dass man sozusagen jetzt, auch weil es 2 afrikanische Nationalitäten halt so rassistisch ist. Also vielleicht weiß ich nicht, ob das so gewollt war, aber es war halt schon nicht cool. Besonders weil Angola schon lange nicht mehr bei der WM dabei war. Ghana sowieso jedes Mal gefühlt dabei. Aber ich finde das halt nicht cool. Und die Sticker sind natürlich auch nicht so 100% jetzt dann geil und insgesamt vom Aufbau her der Teams wie die anderen Teams. Dann haben wir Italiener, die diese WM gewinnen sollten, unter anderem hier mit Gattuso und De Rossi, der jung war, Pirlo, dann wird Del Piero, Luca Toni, Francesco Totti, Viri, also natürlich auch dabei, unter anderem Zambrotta, Cannavaro, Nesta im Tor, Buffon, also die ganzen guten Spieler. Dann haben wir die Amerikaner, unter anderem mit Girondolo, den man auch aus der Bundesliga gut kennt, Clint Dempsey, ganz lange in der USA gespielt und auch ein guter Spieler, wie ich finde. Dann haben wir Johnson hier noch unter anderem und Landon Donovan, also der auch 2014 noch gespielt hat, wo Deutschland mit denen in der Gruppe war. Dann haben wir Tschechien, die damals hier schon alleine gewesen, nicht mehr Tschechoslowakei, sondern Tschechien. Und ja, unter anderem Nedved, der hier komplett schräg angeklebt ist, Jan Koller, den man von Dortmund noch kennt, Jan Pollack aus der Bundesliga bekannt, unter anderem von Nürnberg. David Rosenthal, den kenne ich auch irgendwoher. Auf jeden Fall auch ein guter, bekannter Spieler. Glasek kenne ich vom Namen her. Natürlich Piotr Cech, auch eine Legende. Und ein tolles Team. Dann haben wir die Brasilianer. Und wenn wir uns die angucken, da sehen wir eigentlich gefühlt nur Spieler, die man kennt hier. R9, Robinho, Adriano, Ronaldinho, Kaká. Dann haben wir hier Renato, C. Roberto. Dann natürlich Verteidigung noch Lucio, Roberto Carlos, Cafu und im Tor Dida, also Juan Emerson. Natürlich alle Spieler, die man gut kennt und natürlich auch gute Spieler waren damals und Weltklasse-Spieler. Bei den Kroaten ja auch damals richtig gute Spieler dabei gewesen. Die Kovac-Brüder, dann natürlich Josip Simonic, der damals bei Hertha BSC gespielt hat. Leko, Srinne, also viele Spieler, Ivica Olic, Klasnic, also natürlich auch gute Spieler dabei gewesen insgesamt. Eigentlich hatte jede Nationalität so 2, 3 Spieler, die man auf jeden Fall kannte. Dann haben wir bei Australiern Tim Cahill, Cavill unter anderem oder natürlich auch ein Wittmer, also viele Spieler, die man schon gut kennen konnte. Schwarzer, der lange in der Premier League auch bei Fulham unter anderem gespielt hat. Lucas Neal, auch in der Premier League aktiv gewesen. Dann haben wir die Japaner, auch hier einige Bekannte dabei, Suzuki oder ein Akata, der auch an FIFA eine Legendenkarte bekommen hat. Santos, das ist damals hier Brasilianer gewesen, da gab es auch so ein kleines Eklat. Da haben sich die Leute beschwert, dass der eingebürgert wurde, aber das ist sozusagen ja schon lange, lange so in Asien, dass viele Brasilianer eingebürgert werden, um dort für die Nationalmannschaften zu spielen. Endo, der auch ganz lange noch gespielt hat und noch ein guter Spieler war damals in Japan. Dann haben wir die Franzosen, die im Finale dann gegen Italien verloren haben.
Und hier haben wir unter anderem Theriori, Trezeguet vorne drin. Ein Zinne, den sie dann, Vieira, Florent, Maolida, dann Makelele natürlich. Alles gute Spieler. Thuram, Sagnol, Gollien, und Torbattes von Marseille. Also richtig gute Spieler dabei gewählt. Dann haben wir die Schweiz. Unter anderem hier mit Panetta natürlich gewesen. Dann noch Vogel, Vicky, denkt man auch aus vielen verschiedenen Stationen, genau HSV. Strella, Frey, Berami, also hier auch damals die Hälfte geführt, in der Bundesliga gespielt. Magnin, den kennt man auch aus Stuttgarter Zeit, noch damals von Stickern. Senderos, also viele dabei. Dann haben wir Südkorea, hier damals nicht so 100% Bekannte dabei, aber auch hier viele, unter anderem Duri Cha, kennt man natürlich aus der Bundesliga. Also viele auch dabei gewesen, die in guten Ligen gespielt haben. Also eigentlich die guten Südkoreaner spielen entweder in der Bundesliga oder in der Premier League, das war eigentlich schon immer so. Und die anderen spielen halt so weit, wo sie halt spielen hier. Jisung Park, den kennt man auch von Manchester United, damals aus dem Mittelfeld. Also einige gute Spieler dabei. Dann haben wir Togo, auch die seitdem nicht mehr bei der Weltmeisterschaft dabei. Ich glaube, die haben damals auch nichts erreicht. Und ich kenne hier auch gar nicht so wirklich irgendwelche Spieler, außer Adebayor. Gut, den kennt man vielleicht halt auch vom Namen. Dann haben wir die letzte Gruppe mit den Spaniern. Und die sollten ja dann 2 Jahre später Europa und 4 Jahre später Weltmeister werden. Unter anderem hier mit Scavi, mit Sanchez, Joaquin, den kennt man natürlich, der spielt immer noch. Dann haben wir unter anderem Raul im Sturm, ein Torres, Morientes, also viele, viele, die man kennt. Sergio Ramos, Puyol, Iker Casillas, alles richtig gute Spieler. Dann hatten wir in der Gruppe noch die Ukraine, unter anderem mit Timoschuk, damals noch nicht bei Bayern gewesen. Dann Shevchenko hatten wir, Voronin, also viele, viele, die man auch kennt. Husin im Tor, den guten Typen hier, den kann ich leider gar nicht aussprechen, aber ich weiß, dass der gut war damals, also hier richtig gute Spieler dabei gewesen. Dann haben wir die Tunesier und ja, hier kennt man vielleicht Hagi, weil er bei Hannover gespielt hat damals noch danach. Kenne ich zumindest für Matchtext so, aber sonst kenne ich auch nicht wirklich irgendwelche Spieler. Und dann kommen wir noch zum letzten Team. Auch das ein bisschen, finde ich, disrespekten, dass Saudi-Arabien hier nur so kleine Sticker bekommen hat. Und die haben auch alle zusammen entweder in Saudi-Arabien oder in Ägypten gespielt. Das war damals noch nicht so. Insgesamt ist das heute, glaube ich, auch so, dass noch keiner der Saudis irgendwie in einer der Top-Ligen spielt. Sami Al-Jaber kennt man natürlich aus FIFA von den Heroes, aber sonst würde ich hier auch keinen kennen. Und ja, die haben es damals, glaube ich, auch nicht mit den Spaniern gut geschafft. Auf jeden Fall haben sie sich zumindest vor Südkorea durchgesetzt, was damals eigentlich schon was Gutes war in der Gruppe. Und dann haben wir hier hinten noch einmal den Preis für das Album. Damals hat das Album noch 1 Euro gekostet und dann hier noch die Deutschlandkarte mit den ganzen Austragungsorten der WM. Die EM 2024 wird dann ja auch wieder in Deutschland sein, also insgesamt 18 Jahre später, sozusagen nach dieser WM. Und dort wird in Hamburg ja nur gespielt und in Berlin und ich glaube in Hannover gar nicht. Also viele Stadien sind weggefallen aus meiner Nähe. Ich werde, denke ich, immer mal zu einem Spiel nach Hamburg fahren. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mal rein, wie ihr das Album findet. Und dann geht, denke ich mal, bald schon wieder weiter mit dem EM 2008 Album aus der Schweiz und Österreich. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben, Meinung dazu in die Kommentare schreiben, hier die Playlist auschecken, genau wie hier, hier abonnieren und hier noch ein empfohlenes Video. Bis zum nächsten Mal und Tschüssikowski.